Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo wir das letzte Mal waren. Okay. Okay, das hatten wir schon. Das hatten wir auch schon. Ah, hier sind die Ausrufezeichen. Es funktioniert. Ich sollte nicht zu überrascht sein. Elektrische Impulse bewegen sich auf einem Pfad, von einem Pfad auf den anderen. Du nennst sie Netzwerke. Ja, klar, Netzwerke. Unser Wort dafür war eher sowas wie Straße. Es ist immer noch schwer, einen Gedanken von einem Medium auf das andere zu übertragen. Und doch, es geht, es geht, es geht, okay. Das nachgegraben, ich bin noch nicht 100% sicher, woher sie stammen. Mein erster Instinkt sagte mir, er begann als Assassin. Das hatten wir doch schon. Besser zu steuern, einen Gedanken zu formulieren und ihn zu senden, um eine Struktur zu geben, eine Ordnung. Ihr fürchtet Ordnung, dein Volk, die sanfte Hand für die Erde, es ist ein Zeichen von Güte, nicht Grausamkeit. Ob du das je verstehen wirst, deine Freunde tun es bereits, aber sie sind dennoch gleichen Ursprungs, ihr Konzept ist fehlerhaft. Sie sind nicht würdig, ihr seid alle nicht würdig, unsere Gabe zu empfangen. Hastings und Juno, Sean. Es hätte Juno einen Narren an dir gefressen, aber lass lieber die Finger von ihr. Für so eine Art Ausflug bleibt uns keine Zeit, dürfte außerdem eher ein Höllenritt werden. War ich schon so lange nicht mehr da? Das kommt mir bekannt vor. Déjà-vu gerade, oder? Ein Höllenritt werden, so wie diese ganze Sache übrigens. Die letzte Tür, Erlösung, oder was verspricht sie? Aber für wen? Für uns? Wer weiß, wir sitzen hier, arbeiten uns den Allerwertesten ab für ein Ziel, über das wir praktisch nichts wissen. Aber es ist unsere einzige Chance, also hätten wir das auch geklärt. Aha. An Miles? Lass ihn in Ruhe? Lol, jemand mag mich nicht? Von 001, das wird wahrscheinlich Juno oder Minerva sein, denke ich mal, ne? Oder vielleicht, obwohl. Subjekt 13? Nee, 16 ist das, ne? Subjekt 16 war das. Hat der doch mal ein bisschen hier mit drin? Du sollst dich nicht in Sachen einmischen. Okay. All diese Besuche von Juno und E-Mails scheinbar auch haben mich auf den Gedanken gebracht. Ah, jetzt ist er auch auf die Idee gekommen. Was ist mit Tinja und Minerva passiert? Wer war Tinja? Habe ich irgendwas verpasst? Die sind doch die, die uns zu dieser kleinen Apokalypse eingeladen haben und jetzt haben sie sich verdrückt. Schon ungünstig und verdammt unhöflich. Ich werde da später mal etwas herumstochern. Vielleicht lässt sich an irgendwas Spuren erkennen, was mit denen passiert ist. Crane, der Papa. Worauf bezieht sich das jetzt? Die meint, wir sollen uns ein paar elektrische Heizkörper kaufen. Vielleicht auch ein paar Jacken. Es ist echt kalt hier unten. Wer ist die? Ich dachte ja, wenn wir erst alles im Gang kriegen, dass vielleicht eine Art Klimaanlage anspringt. Wohl nicht. Vielleicht mochten die von der ersten Zivilisation es so. Ich jedenfalls nicht. Daher würde ich wirklich gerne irgendwas Wärmendes besorgen. Nicht das nächste Mal draußen. Wenn wir das nächste Mal draußen sind. Die Ausrufezeichen sollen wahrscheinlich neue sein. Ist ja auch egal. Wieder schon, Abstergo ist uns definitiv auf der Spur. Die meisten Energiequellen, die ich verfolgt habe, sind weg. Die beeilen sich und reißen sich alle unter den Nageln. Jetzt, wo sie wissen, wonach wir suchen. Die anderen Zellen halten für uns die Augen auf, versuchen zu stören, wo es geht und sich zu holen, was möglich ist. Es ist einfach schwer. Wir sind so wenig, nur wenige und haben alle Mittel. Warte mal, Crane. Rebecca war das nicht, sein Papa. Miles, da haben wir ihn. Sean sucht weiter nach zusätzlichen Energiequellen. Ich arbeite an der. Was haben wir denn überhaupt für einen Tag heute? Da unten ist schon der 28. Oh Gott, ich habe schon ewig nicht mehr gelesen. Sucht weiter an zusätzlichen Energiequellen. Ich arbeite an der Koordination mit anderen Zellen, schicke sie auf Aufklärungsmissionen, lasse Abstergo von ihnen beobachten. Rebecca überwacht deine Sitzung. Ich hoffe, ich kann einige der Aufzeichnungen kopieren und sie zur weiteren Forschung an die anderen Zellen schicken. Ich hoffe auch, dass sich einige andere Erinnerungen umgehen lassen.
Aber die Synchronisation verlangt, dass du chronologisch vorgehst. Eines Tages haben wir vielleicht die Möglichkeit, schneller durch die Erinnerung zu reisen. Würde uns wirklich Zeit ersparen, gerade so in so einer Situation wie jetzt. Richtig. Da haben wir wahrscheinlich wieder Juno, Minerva, wem auch immer. Warum zögerst du? Wenn du den Schlüssel nicht rechtzeitig findest, wird die gesamte Welt untergehen. Und du mit ihr. Und dennoch nimmst du dir die Zeit zum Reden oder zum Ausruhen. Ruhen kannst du, wenn deine Arbeit erledigt ist. Vielleicht scheine ich dir etwas aggressiv. Vielleicht würdest du gerne gebeten werden und keine Befehle erhalten. Aber ich habe Angst, dass du es nicht rechtzeitig schaffst. Und dann sind wir alle verloren. Was? Mein Vater wurde von Menschenhand. Was? Mein Vater wurde mir von Menschenhand genommen? Krieg nannten sie es. Ihre Freiheit, sie hätten nicht mal existieren sollen. Du hättest nicht existieren sollen. Wir haben euch erschaffen. Ein Fehler, der uns alles gekostet hat. Mein Vater hat mir oft vorgesungen als Kind. Sanfte Lieder von Hoffnung und Liebe. Seine Stimme ist oft ewig verstummt, als deine bestialischen Vorfahren zu Axt und Knüppel griffen. Ich bin gerade verwirrt. Und später unser eigenes Volk gegen uns verwendet haben. Später unsere eigen Ach so, unser eigenes Werk gegen uns verwendet haben, pardon. Wir hätten vielleicht geahnt, was auf uns zukommen wird und hätten es abgewendet, hätte die uns nicht in den Krieg gezogen. Hoppala. Das ist alles eure Schuld. Ich weiß. Ja, schon Hastings, egal. Ami-Politik, weißt du? Es ist schon echt unglaublich, wie die Radikalen bei euch versuchen, den Geist der Gründerväter zu beschwören. Haben wir da nicht gerade drüber geredet? Beschwören, um ihre unterschiedlichen Ziele zu erreichen und damit und mit unglaublich meine ich lächerlich. Sie reden von sklavenhaltenden, sexistischen, homophoben, als wären sie so etwas wie ein Ideal, an dem man sich orientieren sollte. Oh, und falls du glaubst, am Schluss. Das, also, und oh, und wenn, falls du glaubst, dass am Schluss habe ich aus Spaß hinzugefügt, da deren Sexismus und Sklavengeschäfte ja bereits Allgemeinwissen sind. Okay. Sodomie war eine strafbare Handlung in jeder der 13 Kolonien, außer Georgia. Und Thomas und Jefferson, Verfechter der persönlichen Freiheit, plädierten auf die Kastration von Homosexuellen. Meine lieben Freunde, das sind eure Gründerväter. Und jetzt gibt es wieder so eine Spinnerei. Manche Leute verlangen, dass jede Erwähnung von Sklavenhaltung aus den Lehrbüchern streicht. Was? Und jetzt gibt es wieder so eine Spinnerei. Manche Leute verlangen, dass man jede Erwähnung von Sklaverei aus den Lehrbüchern streicht. Bevor du die Sache umdrehst und zu Recht darauf hinweist, dass ihre Barbarei von englischen Traditionen inspiriert ist. Also, soweit ich weiß, ergeben zwei Idioten zusammen kein Genie. Ich dachte, der ganze Sinn hinter der Revolution war auch, dass man sich von solchen Altlasten befreien wollte. Eure Gründerväter empfehlen sich dadurch jedenfalls nicht als Vorbilder, denen man nacheifern sollte. Es sei denn, man wollte schon immer ein manipulativer Frömmler sein. Alter Sean, was soll denn das? Falls du nun denkst, ich will hier irgendwelche linke Propaganda loswerden, weise ich gern darauf hin, dass ich auch für die ganzen harten Jungs aus dem Internet, die den Friedensvertrag von Algier so fein wenig übrig habe, völliger Quatsch zu behaupten, er würde irgendwas anderes zeigen als eine Lektion aus dem Buch Internationale Beziehungen für Erstklässler. Der Vertrag behauptet in keinster Weise, Amerika sei keine christliche Nation. Er behauptet nur, dass sie nicht wieder mit den Kreuzzügen anfangen würden. Nein, dieses Vorhaben wurde ein paar Jahrhunderte verschoben. Also ich denke nicht, dass euer Gründerväter einen Gottesstaat aufbauen wollten. So. Und vielleicht planen sie wirklich jede Religion willkommen zu heißen, aber dieser Vertrag beweist das alles nicht. Jetzt zu dieser Zeit sowieso nicht mehr. Was ich wohl sagen will, ist, dass die Leute vielleicht nicht so viel Zeit damit verbringen sollten, die Vergangenheit zu romantisieren und zurechtzubiegen, sondern mehr wie sie die Zukunft besser gestalten können. Genau, 1, 2, 3. Das soll nicht heißen, dass man nicht jede. Nee, da, oh Gott, ich kann ja nicht mehr lesen. Das soll nicht heißen, dass man nicht eine ganze Menge aus der Vergangenheit lernen könnte. Das kann man nämlich. Es ist nur so, dass die meisten Lektionen heute entweder ignoriert oder einfach verdreht werden. Bestenfalls ist es unaufrichtig und ergebnislos. Schlimmstenfalls und oft kann es sehr gefährlich werden.
Das ist immer so ein Problem mit der Romantisierung der Nachrichten. Mission wiederholen? Warum sollte man die wiederholen können? Geh mal weg, Rebecca. Ich bin gerade am Überlegen, hat man da auch Ziele zu erreichen? Von wegen Sieh mal an. Ich habe eine dritte Energiequelle. Quatsch jetzt. Schon? Die ist schon vor einer Weile aufgetaucht, aber ich konnte es erst jetzt bestätigen. Wo? Sie wird wohl in einem Museum in Kairo ausgestellt. Ja, dann muss Connor wohl warten. Nein, du bleibst. Wir brauchen den Schlüssel und die Zeit läuft uns davon. Ich erledige das. Was ist mit Cross? Es wird schon alles gut. Ich bin bald zurück. Geht keiner mit? Ich bin dann soweit, Desmond. Ja. Der Winter naht. Die Luft ist still und voller böser Vorahnungen. Die anderen spüren es auch und gehen mit ungewohntem Eifer ihrer Arbeit nach. Ich möchte helfen. Doch dringendere Angelegenheiten erfordern mein Eingreifen. Die Templer haben George Washington ins Auge gefasst und werden nicht ruhen, bis er tot ist. Ich hatte gehofft, diese Tatsache vor ihm zu verbergen, aber Thomas Hickey machte mir einen Strich durch diese Rechnung. So beschloss ich, ihm alles zu erzählen. Von den Templern, ihrem Plan und von mir. Achilles meint, das sei ein Fehler. Und wir streiten jeden Tag. Doch es steht zu viel auf dem Spiel, um es jetzt noch zurückzuhalten. Tu das nicht, Connor! Was schlägst du denn vor zu tun? Abwarten, während die Templer alles an sich reißen? Wir schworen, sie aufzuhalten. Hast du das vergessen? Assassinen sollten leise arbeiten, präzise. Wir ziehen nicht umher und schreien es von allen Dächern jedem zu, der hinhört. Ausgerechnet, du hältst deine Predigt? Du hast dich in dieses verfallene Loch verkrochen und die Bruderschaft völlig aufgegeben. Seit meiner Ankunft hier tust du nichts, als mich zu entmutigen. Und im seltenen Fall, dass du mal geholfen hast, hast du so wenig getan, dass du es dir auch hättest sparen können. Schon wieder. Du wagst es? Dann sag, unter wem geriet die Bruderschaft ins Wanken? Wer erlaubte es dem Templerorden, so groß zu werden, dass er ein ganzes Land kontrolliert? Wenn ich dich davon abbringen wollte, dann weil du nichts wusstest. Wenn ich zögerte, dir zu helfen, dann weil du naiv warst. Tausendmal wärst du gestorben und hättest Gott weiß, wie viele mitgenommen. Lass mich dir eines sagen, Connor. Das Leben ist kein Märchen und es gibt kein glückliches Ende. Nein, nicht wenn Männer wie du das Sagen haben. Alter. Wenn du so die Welt retten willst, Bursche, gib Acht, dass du sie nicht zerstörst. Ha! Alter, Connor muss mal übers Knie gelegt werden. Verdammte Scheiße. Kann jemand den Arsch versohlen? Der hat schon wieder vergessen, von wem er das alles gelernt hat. Was ist er denn für ein Vogel? Wohl. Wo bin ich hier überhaupt? Im Grenzland? Natürlich. Oh Gott. Stimmt ja. Hatte ich die nicht schon eingenommen? Hier war so. Wo muss ich denn überhaupt hin? Da. Hauptmission. Wartet mal, bin ich jetzt... Oh Gott. Ich weiß gar nicht, bin ich jetzt schon im neuen Menü? Im neuen Menü, sag ich schon. In der... Animus... DNA-Anzeige. Es kommt ja noch ein bisschen was, aber ich befinde mich immer noch in der... Bin ich denn jetzt in der 8? Okay, die 7... Ne, die 8 ist vorbei. Wir sind in der 9. 10, 11, 12... Das sind Nebenmissionen und Clubs.
Entdeckung Forts, das sind maritime Sachen. Oh Gott, ist das noch rot hier alles? Wartet mal, wir sind zwar jetzt in Kapitel 8 schon, aber ich drehe jetzt nochmal ganz kurz um. Ich gucke nochmal ganz kurz auf der Karte, ob ich hier noch irgendwas für die Siedlung tun kann. Ich erinnere mich aus Brotherhood, dass die letzten Kapitel so übereinanderlappend waren, dass ich nachher am Ende fast gar nichts mehr tun konnte. Und genau das will ich eigentlich vermeiden. Und genau aus diesem Grund gehe ich jetzt nochmal gucken, ob ich in der Siedlung noch was machen kann. Die Leute rekrutieren, Siedlungsmissionen, genau das meine ich nämlich. Vielleicht auch ein bisschen was über die Leute selbst erfahren. Das ist... Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich schon ziemlich viele Nebenmissionen gemacht hatte. Ich weiß gar nicht, bei wie vielen Folgen wir sind. Irgendwas im 40er oder 50er Bereich, glaube ich, ne? Und... Ich glaube, es wird immer schwieriger, alles zu schaffen. Es würde mich auch mega ärgern, wenn ich jetzt schon einen Großteil verpasst hätte. Da unten die Biber. Egal. Bist weich gelandet, ne? Oh, Alter, diese Schneemasse. Wie geil ist denn das bitte? Ich hätte oben bleiben sollen. Da hinten kann man rüberhüpfen. Oh, ist das Hammer. Ich wünsche mir auch mal wieder so einen Winter. Ernsthaft. Nicht für lange, vielleicht für eine Woche oder so. Dass hier nicht ein halber Weltuntergang bevorsteht, weil die meisten Menschen kommen ja auf so einen Winter schon gar nicht mehr klar. Klar kann ich Autofahrer verstehen, die jeden Tag zur Arbeit fahren müssen, ne? Absolutes Verständnis für, dass das nicht gemocht wird. Mir wird es genauso gehen, aber trotzdem liebe ich den Winter. Ich liebe ihn einfach, vor allem diesen Schneemassen, das ist doch wohl der Hammer. Wenn ich mal so überlege, seit meiner Kindheit, glaube ich, habe ich zweimal so einen Winter erlebt, wo ich knietief im Schnee gestanden habe und meistens auch nur für ein oder zwei Tage. Kein gutes Geschenk. Oh shit, da war ja was. Schlechte Neuigkeiten. Sie mochte die Blume nicht. Sie ließ sie links liegen. Aber Prudence war sich sicher. Ich wusste, Myriam ist nicht der Typ für Blumen. Ich nehme mich dieses Rätsels selbst an, Norris. Na gut, aber sie darf dich nicht sehen, sonst hält sie mich für sonderbar. Leute, ich mache mir mal ganz kurz ein Bangerchen auf. Das war doch klar. Auf der Suche nach einem perfekten Geschenkidee. Ich hätte eine Idee, aber Connor will sie ja nicht. Was ich absolut nicht verstehen kann. Ich würde wahrscheinlich in die Wälder gehen und... Wolf oder Fuchs? Wolf. Na komm hier. Nee, Fuchs. Okay. Also ich würde wahrscheinlich in die Wildnis hinausziehen und irgendwie ein ganz besonderes Fell organisieren. Vielleicht, obwohl weiße Luchse wird es wahrscheinlich nicht geben. Wieso ist hier eine Kuh? Prudence, eure Kuh ist ausgebüxt. Die Arme. Wobei Kühe fühlen sich bei Temperaturen um die 10 Grad am wohlsten. Wer das noch nicht wusste, Hard Fact. Oder Soft Fact? Keine Ahnung. Muss ich denn jetzt hin? Zu Myriam. Das ist der richtige Weg. Aber... Toll. Myriam wird das perfekte Geschenk haben, glaub mir. Ach nee, Myriam ist ja die Frau selbst. Oh Gott, jetzt bin ich total verwirrt. Ich bin total verwirrt. Hört mir nicht zu. Ich glaube, jeder Let's Player ist irgendwo verwirrt, ne? Wenn man sich nicht gerade im PvP-Kämpfe, sondern auf storytechnische Sachen stürzt, ist das, oder kann es durchaus sehr verwirrend sein.